Die Apple Kalender App bietet auf dem iPhone eine Vielzahl an praktischen Funktionen und ist auch in Kombination mit der App auf dem Mac oder iPad im Alltag wirklich sehr hilfreich, und ich möchte euch in diesem Video gerne zeigen, wie ihr das Beste und meiste aus der Apple Kalender App herausholen könnt. Bisher haben übrigens über 75% von euch meinen Kanal noch nicht abonniert, und es würde mich sehr freuen, wenn ihr das jetzt kostenlos nachholen würdet, dann verpasst ihr in Zukunft auch keine weiteren ähnlichen Videos mehr rund um das iPhone und iOS, und ich zeige euch jetzt einige Tipps und Tricks, wie ihr mehr aus dem Apple Kalender herausholen könnt, und dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Für den ersten kleinen Trick, um mit der Apple Kalender App produktiver zu arbeiten, erstellen wir hier zuallererst ein neues Event bzw. ein neues Ereignis, halten dazu einmal hier gedrückt, und jetzt können wir hier im Grunde genommen das Ganze einmal ausfüllen. Also wir können hier einen Namen bzw. Titel hinzufügen, Standort, dann haben wir hier die Möglichkeit, das Ganze eben mit allen wichtigen Faktoren und Parametern zu ergänzen, und wir können hier ganz unten auch Notizen hinzufügen, und da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten, die könnt ihr natürlich manuell ganz einfach schreiben. Ihr könnt aber auch von der Notizen-App, wenn ihr bereits eine bestehende Notiz habt, diese ganz einfach übertragen. Dazu haltet ihr hier einmal gedrückt, bis ihr die Notiz sozusagen bewegen könnt, und jetzt wechselt ihr wieder zurück hier in die Kalender-App, und hier könnt ihr sie jetzt ganz einfach fallen lassen, und dann seht ihr auch schon, dass die Notiz hier jetzt hinterlegt wurde, und das ist natürlich sehr viel praktischer, gerade wenn man sehr viele Notizen hat, längere Notizen, die man eben mit einem Ereignis, mit einem neuen Kalendereintrag verknüpfen möchte, dann funktioniert das so wirklich sehr einfach. Es ist aber auch möglich, neben Notizen auch Anhänge hinzuzufügen, und zwar entweder über den Button Anhang hinzufügen oder wir wechseln direkt hier zum Beispiel in die Dateien-App, und hier können wir jetzt einmal eine Datei gedrückt halten, einmal ein bisschen nach unten ziehen, und dann haben wir sie hier ebenfalls wieder einmal fixiert, und jetzt können wir die hier auf Anhang hinzufügen, ganz einfach loslassen, und wenn wir zum Beispiel ein Ereignis erstellen, wo eine Präsentation für erforderlich ist, dann können wir hier zum Beispiel die PDF direkt anhängen. Ebenfalls sehr praktisch ist so die Möglichkeit, auch Bilder hinzuzufügen bzw. an ein Ereignis zu koppeln. Auch hier können wir einmal gedrückt halten, können das Bild hier einmal so ein bisschen ziehen, und daraufhin können wir es ebenfalls hier unter Anhang hinzufügen, ganz einfach ergänzen und können so auch Bilder zu einem Ereignis hinzufügen, was auf jeden Fall sehr praktisch ist. Ich habe diesen Kalendereintrag jetzt einmal gespeichert und möchte euch als nächstes zeigen, wie ihr ganz einfach einen Kalendereintrag als Erinnerung anlegen könnt und das Ganze auch miteinander koppeln könnt. Und dazu können wir hier diesen Kalendereintrag einmal gedrückt halten und dann ebenfalls hier wechseln von der Kalender-App rüber in die Erinnerung-App, und hier können wir das Ganze einfach loslassen, und ihr seht auch schon, hier wurde jetzt direkt für die richtige Uhrzeit, für den richtigen Tag entsprechend eine Erinnerung angelegt, und so könnt ihr natürlich euch nochmal an Kalenderereignisse erinnern lassen, könnt das hier zum Beispiel auf eine Stunde vorher dann ändern, um euch sozusagen nochmal an bestimmte Dinge, die ihr für diesen Eintrag im Kalender benötigt, erinnern zu lassen, und ihr seht auch, dass hier das Ganze gekoppelt ist, das heißt, wenn wir hier rauf tippen auf das Kalendersymbol, werden wir direkt hier weitergeleitet auf den Eintrag, den wir in der Kalender-App angelegt haben, und das ist auf jeden Fall eine sehr praktische Möglichkeit. Schauen wir uns im nächsten Schritt einmal an, was uns der Kalender noch so zu bieten hat, und wir haben unten in der Mitte die Möglichkeit auf Kalender zu tippen, und dann sehen wir hier mehrere Optionen, nämlich einmal auf meinem iPhone, dann Google Mail, iCloud und dann eben auch andere, und das sind alles Kalender, die man abonnieren kann, die man auswählen kann und so sich dann in der Kalender-App anzeigen lassen kann. Die auf meinem iPhone sind hier eben lokale Kalender, dann haben wir hier mein Google-Mail-Konto, was ich verknüpft habe, und dann seht ihr hier zum Beispiel Feiertage in Deutschland, die ich jetzt in diesem Fall deaktiviert habe, dann Kontakte, die ich hier anzeigen lassen möchte, dann haben wir hier einmal ganz normal meinen iCloud-Kalender, unter anderem dann eben privat, dann meinen normalen Kalender geschäftlich oder eben den man auch mit der Familie teilen kann, und unter anderem haben wir dann zum Beispiel hier nochmal die deutschen Feiertage oder auch Geburtstage, die ich eben so verknüpft habe. Wir können hier unter anderem auch noch Siri-Vorschläge hinzufügen, wir können auf die abgelehnten Ereignisse zugreifen, und wir haben hier dann noch ganz unten die Möglichkeit, auf Hinzufügen zu gehen. Und hier können wir entweder einen neuen Kalender hinzufügen, wir können aber auch ein Kalender-Abo hinzufügen oder einen Feiertagskalender hinzufügen. Also da gibt es noch so ein paar Möglichkeiten. Wenn ihr ein Kalender-Abo hinzufügen wollt, dann gibt es eben URLs, die ihr hinzufügen könnt, und die gibt es zum Beispiel für die Fußball-Bundesliga, dass ihr dort die ganzen Spieltage über dieses Abo hinzufügen könnt, und wenn ihr das getan habt, dann habt ihr im Anschluss die Möglichkeit, das hier ganz einfach zu aktivieren oder zu deaktivieren. Schauen wir uns als nächstes einmal die Möglichkeiten innerhalb der Apple Mail App an und dazu habe ich mir hier mal als Beispiel eine E-Mail geschickt und ihr seht auch schon, dass hier der Kalendereintrag bzw. der mögliche Kalendereintrag direkt schon erkannt wurde, der wird leicht unterstrichen und so haben wir dann hier eben die Möglichkeit, das Ganze anzutippen und daraufhin öffnet sich hier ein kleines Pop-up-Fenster und wir haben hier die Möglichkeit, einmal das Ereignis zu erstellen, eine Erinnerung zu erstellen, im Kalender das Ganze anzeigen zu lassen oder dieses Ereignis zu kopieren und so kann man dann eben relativ schnell und unkompliziert direkt einen Kalendereintrag aus der Mail-App erstellen und ganz oben sehen wir das Ganze auch schon, das heißt wir sehen hier, Siri hat dieses Ereignis ebenfalls gefunden, Abendessen, in diesem Fall 17 bis 19 Uhr, das habe ich bereits eingetragen, weil ich genau dieses Ereignis eben an diesem Tag habe und daher erkennt Siri das Ganze und verbindet das eben auch, was natürlich sehr praktisch ist, ich kann hier dann auf Hinzufügen gehen, beziehungsweise kann es eben ergänzen, austauschen, aber grundsätzlich wird im ganzen System, wenn irgendein Kalendereintrag gefunden wurde, beziehungsweise ein Datum, eventuell auch mit Uhrzeit, dann wird das unterstrichen und ihr könnt es dann ganz einfach im Kalender hinzufügen. Aber auch innerhalb der Fotos-App könnt ihr ganz einfach Kalendereinträge hinzufügen und wenn wir hier jetzt zum Beispiel einmal ein Bild auswählen, wo ihr eben hier auch ein Datum seht, dann könnt ihr unten auf die Texterkennung gehen und daraufhin werden eben diese bestimmten Bereiche erkannt und man sieht auch schon direkt hier unten 17. Juni 2023 um 20 Uhr wird hier sogar einmal direkt hervorgehoben, da können wir ganz einfach rauftippen und daraufhin haben wir die Möglichkeit direkt das Ganze als Kalendereintrag hinzuzufügen. Alternativ können wir allerdings hier auch ganz einfach oben direkt drauf tippen und daraufhin haben wir ebenfalls die Möglichkeit hier, ähnlich wie in der Apple Mail App, ein Ereignis zu erstellen, eine Erinnerung zu erstellen, im Kalender das Ganze anzeigen zu lassen oder das Ereignis zu kopieren. Also hier gibt es die gleichen Möglichkeiten und daher auf jeden Fall sehr schön, dass man aus allen möglichen Apps Kalendereinträge erstellen kann. Solltet ihr übrigens gerne die Kurzbefehle-App verwenden, dann habt ihr da auch die Möglichkeit, produktiver das Ganze mit der Kalender-App zu koppeln. Und zwar können wir hier einmal ganz unten rechts auf die Galerie gehen und dann hier oben in die Suche einmal Kalender eintippen und daraufhin bekommen wir auch schon ein paar Kurzbefehle angezeigt. Also wir haben hier eben aktuell 2 Kurzbefehle als Beispiele. Wir können aber eben hier auch noch einmal raufgehen und dann seht ihr, dass hier einige mehr vorhanden sind, zum Beispiel Zeitplan an eine E-Mail-Adresse senden. Dann haben wir hier geschätzte Wegzeit zum Termin, Terminplan anzeigen, verspätet, wohin als nächstes und so weiter. Also da gibt es einige Möglichkeiten und die kann man sich eben dann hinzufügen und natürlich auf die eigenen Bedürfnisse noch etwas anpassen und optimieren. Wie ihr oben links sehen könnt, werden bei mir hier im Kalender die Kalenderwochen angezeigt. Aktuell sind wir in KW2 und das kann in einigen Situationen ziemlich praktisch sein. Da muss man das nicht googeln, in welcher Kalenderwoche man aktuell ist und das lässt sich in den Einstellungen ganz einfach aktivieren. Dazu öffnet einfach einmal die Einstellung-App auf eurem iPhone und scrollt etwas nach unten bis zu Kalender. Und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, ganz einfach die Kalenderwochen ein- bzw. auszuschalten. Standardmäßig sind sie nämlich deaktiviert und wenn ihr sie hier aktiviert, dann habt ihr die Möglichkeit, innerhalb der Kalender-App euch hier eben die Kalenderwochen anzuzeigen und das finde ich auf jeden Fall eine sehr schöne Ergänzung. Wenn man das iPhone übrigens im Querformat verwendet, dann hat man innerhalb der Kalender-App hier die Möglichkeit, eine ganze Wochenansicht sich anzeigen zu lassen. Man kann hier dann eben entsprechend durchscrollen und bekommt so einige Informationen auf einen Blick, sprich Geburtstage, aber eben auch die kompletten Kalendereinträge, die man hier angelegt hat. Und das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Möglichkeit. Man kann nämlich hier jetzt auch ganz einfach Einträge verschieben. Das heißt, man kann zum Beispiel das Ganze vom Montag auf den Dienstag verschieben oder ähnliches und hat so die Möglichkeit, relativ schnell den Kalender anzupassen. Und zu guter Letzt könnt ihr natürlich noch das Kalender-Widget auf dem Homescreen verwenden. Da bekommt ihr dann einen direkten Überblick, was denn so die nächsten Kalendereinträge sind und was ihr als nächstes tun müsst. Und das finde ich persönlich auch sehr praktisch. So bekommt man immer sehr schnell direkt auf dem Homescreen einen Überblick und das Ganze gilt seit iOS 16 natürlich auch für den Lockscreen. Auch dort kann man ganz einfach ein Widget hinzufügen und hat dann ebenfalls im Blick, was als nächstes ansteht. Daher auf jeden Fall hier auch eine Möglichkeit, relativ einfach, produktiv sich hier erinnern zu lassen an bestimmte Ereignisse, die am Tag noch stattfinden. Und damit wären wir dann auch jetzt schon am Ende dieses kurzen Videos angekommen und ich hoffe natürlich, dass ich euch einen ganz guten Überblick über den Apple Kalender geben konnte, wie man damit etwas produktiver arbeitet, wie man vor allem auch andere Apps einbindet und das Ganze etwas clever kombiniert. Und wenn das der Fall war, dann lasst jetzt gerne einen Daumen nach oben da, schreibt mir gerne eure Meinung zum Apple Kalender und weitere Tipps und Tricks unten in die Kommentare und wenn ihr in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos mehr verpassen wollt, dann lasst jetzt gerne ein Abo da und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut.